Hallo, liebe Schüler, zum dritten Teil. Und zwar will ich dir heute zeigen, was so ein Team ist und was man in so einem Team alles machen kann. Ich bin wieder eingeloggt als Zolli Schüler 01 und ich gehe mal in das Team. Das ist ein Best, klick das einmal an. Hier sieht man, wie so ein Team aufgebaut ist. Unter anderem da oben das Forscherbild des Teams. Das kann der Lehrer dann einstellen. Das heißt, das ist das Team. Und das da drunten nennt man Kanäle. Der Kanal allgemein ist in jedem Team vorhanden. Die anderen Kanäle legt dein Lehrer für dich an. Ich bin jetzt hier im Kanal allgemein und wenn ich auf diesen Ausschnitt hier gehe, sehe ich, dass der Kanal allgemein aus einigen Registerkarten besteht, und zwar aus der Registerkarte Beiträge, Dateien, Kursnotizbuch, Aufgaben, Noten. Hier ist noch eine Learning App. Beiträge, Dateien, Kursnotizbuch, Aufgaben und Noten ist in jedem Kanal allgemein mit von der. Jeder Kanal hat auch die Registerkarte Beiträge. Hier kann man also schreiben. Der Lehrer schreibt euch und ihr könnt auch dem Lehrer und allen anderen zurückschreiben. Alle, die diesem Team angehören, können diese Nachrichten dann auch lesen. Hier hat der Zolli-Schüler schon eine Nachricht bekommen von seinem Lehrer, Zoller Christian. Ich kann hier auf mehr Anzeigen gehen. Da geht es um allgemeine Informationen. Liebes Testteam, dieses Team wird uns während dem gesamten Schuljahr begleiten. Hier könnt ihr Tafelbilder, Arbeitsblätter oder Lernvideos finden. Ganz wichtig, ihr könnt euch auch untereinander austauschen, aber hier nur zu unseren schulischen Themen. Privat könnt ihr über die Chatfunktion miteinander kommunizieren. Das haben wir ja schon im letzten Video kennengelernt. Also hier nur Beiträge zum Thema. Ich werde auch manchmal eine Videosprechstunde anbieten und so weiter und so fort. Ihr könnt eure Schwierigkeiten bei Hausübungen teilen. Ich freue mich auf unser hoffentlich gesundes Schuljahr und er hat sogar ein kleines GIF, ein bewegtes Bild hinzugefügt. Jetzt lernen wir gleich was Wichtiges. Wir klicken hier nicht unbedingt auf Antworten, sondern als Lesebestätigung, dass wir diese Nachricht gelesen haben, streifen wir mit der Maus rechts über diese Nachricht und da öffnet sich oben schon ein Menü mit Smileys und wir klicken hier auf das Daumen-Hoch-Symbol. Dann kann der Lehrer auch sehen, dass du die Nachricht gelesen hast. Ich habe jetzt ganz kurz einmal in das Team vom Herrn Lehrer geklickt. Hier sieht man schon, Zolli Schüler 01 hat mit gefällt mir Reaktion darauf reagiert. Ich klicke mal in einen anderen Kanal, zum Beispiel hier 01% Rechnung und ich sehe hier auch wieder die Registerkarte Beiträge, Dateien, Notizen und hier sind noch einige andere angefügt, die hat der Lehrer hinzugefügt. Einen Film zum Beispiel zum Prozentrechnen. Dieser Film öffnet sich hier in Teams und ich kann ihn auch hier in Teams einfach ansehen und ich muss nicht zuerst ins YouTube gehen. Er hat mir auch noch eine Lernseite hinzugefügt. Hier kann ich ein wenig üben. Das kann ich auch hier auf dieser Seite machen. Wenn ich will, kann ich wieder hier auf Beiträge klicken und auf Neue Unterhaltung. Und wie wir schon davor gelernt haben beim Chat, wenn ich auf dieses A mit Pinsel klicke, kann ich längere Unterhaltungen auch schreiben und könnte zum Beispiel den Lehrer eine Frage stellen. Wie zum Beispiel, lieber Herr Lehrer, bitte erklären Sie mir nochmals das Beispiel 345c aus dem Buch. Einen kleinen Betreff kann ich auch noch hinzufügen. Und ich könnte natürlich auch hier noch ein Foto hinzufügen von meiner Aufgabe. Wenn ich die Aufgabe im Hausübung oder Schulungsheft gelöst habe, kann ich machen, muss ich aber nicht und auf diesen Papierflieger mit abschicken. Nun, wenn ich hier auf alle Teams klicke, komme ich wieder zurück und hier sehe ich wieder alle meine Teams. Natürlich kann ich auch hier wieder einige Einstellungen vornehmen, aber das ist jetzt nicht wichtig und kannst du auch selbst entdecken.